Herzlich mit dem Abzug hier von dem Zug und weiterhin für die Schützen weiterhin Erfolg. Und er ladet uns zum Bier ein. Das habe ich vergessen, ja. Das Wichtigste. Ja, ich ja, ist vielleicht besser, oder? Thank you.
Ehrenformation zum Abholen der Schützenkönigin und des Schützenkönigs vortreten. Komm, Leute. Komm an meine rechte Brust. Ihr müsst euch dahinter verstecken. Weißt du, stellen. Rutsch mal ein bisschen runter. Rutsch mal ein Stück. Ich muss mal meine Latte halten, damit ich jetzt die Hose hochziehen kann. Ja, ich muss dann ein paar Haut ausholen. Was dein Apparat Gastvereine, werter Spielmannszug und werte Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Altenbrak. Wir freuen uns über die zuteil gewordene Ehre, als Schützenkönig und Schützenkönigin des Jahres 2014 und möchten uns recht herzlich dafür bedanken. Wir haben auch ein bisschen was vorbereitet und zum kleinen Umtrunk. Bitte schön. Wagen ab und nach vorn wegtreten.
der Freiwilligen Feuerwehr Altenbrak und die Schützenführerin Altenbrak die Glocken zu holen. Ja, wir waren eher da. Wir sind schneller gelaufen wie ihr. Wir wollen mal erst gucken. Ja,
2015. Der dritte Test mit einer Metallpizza von 143,3. Fred Rose, Karl-Heinz Brosch. Der zweite Platz ist die Männerauswahl von Biederode. Das ist der Ali, das ist der Herr Rose oder Hängerose und Huber. Das ist mein Freund. 147,6. Gut, schreibe ich mir auf. So, kommen wir zum ersten Platz, Herzenspokal 2015 mit 154,6. Steinbach. Ja! Thank you.
große Freude, hier durchs schöne Altenbrak-Tal zu marschieren, das Bubeltal. Und als kleines Dankeschön möchte ich den sportlichen Wettbewerb und der Damenabteilung wieder einen wertvollen Silberorden überreichen. Danke erstmal. Ein schönes Königsjahr mit viel Freude. Dankeschön.